So, rein da. Ohren? Ja, ich habe eigentlich keine Probleme mit den Ohren, aber ich habe auch, ich merke das, wenn ich mich schlecht ernähre und sowohl essen als auch trinken und dann kriege ich, dann habe ich ziemlich oft Jucken in den Ohren, ja. Und das führt dazu, dass man sich doch öfters mal drin rumfummelt und das entzündet sich dann ab und zu mal. Das ging auch aber alles weg, als ich fettfreier gegessen habe, mehr Obst, Gemüse gegessen habe, Sport gemacht habe, hatte ich keine Probleme mit den Ohren. Aber grundsätzlich habe ich keine Probleme mit den Ohren. Ich hatte mal eine Zeit, da hatte ich ein, zweimal so eine richtige Ohrentzündung, ja, hintereinander. Zwei, dreimal sogar. Das war ätzend. Aber ansonsten hatte ich noch nie vor und danach auch nie so richtig Probleme. Aber es ist wirklich so, dass ich, wenn ich mich schlecht ernähre, merke ich das an Ohren, an meiner Haltung und ich merke das ganz krass an meiner Haut. Ja, also die Haut ist brutal, wie schnell ich Pickel bekomme oder so, wenn ich ein bisschen viel Fett oder Süßigkeiten oder so esse, kriege ich super schnell Pickel. Also wenn ihr mich seht, ich habe hier überall irgendwie so dicke Pickel, dann habe ich zu viel gefressen. Ja, Jucken ist übertrieben, aber du merkst halt, es stimmt was nicht. Und dann mache ich halt so ein bisschen drin rum und so. Und das ist dann halt einfach nicht gut, ne, auf Dauer. Wenn du das ein paar Tage hintereinander machst, das ist auch nicht schlimm, das tut nicht weh oder so. Ja, erst dann, wenn es sich ein bisschen entzündet. Aber es ist jetzt nicht so, wie man das kennt, diese typische Mittelohrentzündung, dass du so einen richtigen stechenden Schmerz innen drin hast und nichts dagegen machen kannst. Bei mir ist einfach der Gehörgang dann entzündet. Ja. Das ist das Problem. So, rein da. Ja, YouTube, jetzt habt ihr ziemlich viel über meine Ohren gehört. Die Pickel kommen bestimmt die nächste Zeit. Ach, du meinst wegen den Süßigkeiten? Nein, ich halte mich da sehr zurück. Aber ich habe auch schon ein bisschen was davon gegessen. Meine Kids auch, meine Frau auch. Alles sehr lecker. Meine Frau hat von dieser großen Vollnussschokolade ein Stück gegessen. Und hat gesagt, sie wollte noch ein zweites Stück essen. Sie hat gesagt, es ging nicht mehr. Ein Stück reicht. Das ist halt so massiv einfach nur. Aber super lecker einfach nur. Aber heute habe ich auch wieder gesündigt. Ich habe jetzt die Woche so gut mich zurückgehalten. Und heute war Kinoabend und wir haben seit langem mal wieder Pizza bestellt. War auch lecker, aber ich habe einfach gemerkt, wenn du über Wochen weniger isst einfach oder kontrollierter isst und auch mehr Salat, Gemüse, einfach mehr isst, was gesund ist, die gleiche Menge, aber trotzdem halt gesünder, dann ist es verdammt schwer, so eine normale Pizza zu essen. Hätte ich niemals gedacht, aber es ist super schwer einfach nur. Ich habe es reingedrückt, ja. Habe mich dann aber erst noch mal eine halbe Stunde zu den Kids auf die Couch gelegt und einen Film mitgeguckt, obwohl mich das gar nicht interessiert hat, was da läuft. Au. Oh. Ich habe das letzte Mal, ich habe kurz privat gespielt, ich entschuldige mich dafür. Ich habe ein bisschen die Main Story von dem Hauptspiel weitergemacht. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich mir nicht irgendwie Nudeln ohne Überbacken irgendwie bestellen soll, einfach mit Hackfleisch oder Tomatensauce, aber habe gedacht, komm, wir haben jetzt schon irgendwie 6-8 Wochen keine Pizza mehr bestellt. Ach komm, gönn's dir so ein Ding. Ich habe dann auch extra mit Thunfisch bestellt, nicht irgendwie mit, für mich, nicht mit Fett, obwohl Thunfisch auch Fett ist, weiß ich, aber nicht irgendwie Quattro Formaggi mit Schinken Salami oder so, sondern halt ein bisschen was Entspannteres, ja. Ich habe überlegt, erst so eine Standard Mozzarella, frische Tomate, Rucola zu nehmen, hätte ich auch Bock. Traum, denn der wird wahr. So sieht's aus. G steht für Gönnen. Richtig, deswegen gibt's auch einen Kaffee. Danke, Satoshi. Sehr, sehr nett. Für 28 Monate. Das sind ja 2x14, ne? Jetzt ohne Aussage, sind aber 2x14. Ja, und ich habe überlegt, so Tomate, frische Tomate, Rucola, aber beim Lieferdienst ist das halt immer so, ne? Dann liefert der vielleicht noch an zwei andere Stellen vorher aus und dann ist der Rucola, der halt frisch draufgelegt wird, halt nicht mehr frisch, ne? Dann ist das halt einfach nur so eine Pampe.
Mag ich eigentlich sehr gerne, aber ja, ich habe mich aber vor, ich hatte ja eine lange Reise durch Moria vor mir, um zu diesem Epos-Band zu kommen. Wo ich jetzt weitermachen will. Es gibt auch noch Kapitel 9 Einführung, ist auch geil. Epos Band 2, Buch 9 und dann gibt es noch Buch 3, eine Einführung, was auch ziemlich krass ist. Die habe ich gar nicht gespielt. Das ist Lothlórien, glaube ich, gewesen. Das hier. Ah ne, in den Trollhöhen muss ich da hin. Das habe ich komplett übersprungen, weil ich eh schon im neuesten Gebiet war. Aber wir machen jetzt ganz normal weiter. Und zwar musste ich da ja ewig reisen. Das habe ich auch durchgezogen. So lange war es dann gar nicht mehr. Das meiste war mit Schnellreise. Aber jetzt kann ich dahin zurück. Da habe ich den Punkt habe ich mir noch gesaved. Danke, Satoshi. Ich weiß. Nee, ich lese mir das die alte Story auch privat gar nicht mehr durch. Das ist, das dauert mir zu lange. Das mache ich so nebenbei, wenn ich ein bisschen... Hi Rini, grüß dich. Das mache ich so nebenbei, wenn ich so ein bisschen Zeit habe. Mache ich die als mal, weil da gibt es ja, glaube ich, auch noch einen Skillpunkt dafür oder so. Dementsprechend. Vorbereiten? Nö, das hat nichts mit Vorbereiten. Ja, der Weg hierhin, das war die Vorbereitung. Das ist richtig. Das ist richtig. So, wir haben sonst nichts mehr und die Quests hier sind auch alle schon grau, ne? Außer die Main-Story-Quest. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so bleibt oder ob es hier noch andere Sachen gibt. Oh, und ich habe schon wieder kein Dings mehr. Scheiße, jetzt bin ich geportet. Den Verkäufer, ja. Wie können die Elben Lothlórians euch helfen? Rini, alles fit? Wie läuft's in der Sippe? Zufrieden? Komm mir vor, wenn ich ewig weg war. Ich habe jetzt 2 Tage kein Lotro gespielt. Komm, ich bin irgendwie raus. Aber ich komme auch schnell wieder rein. Das sind alte Dinger, ne? Die kann ich eigentlich alle verkaufen. Hier das ganze Zeug, Birkenholz behalten war. 3 außergewöhnliche Fälle. Weg damit. Überragendes Lembasbrot. Alles super und selbst, alles super. Hab gerade ein bisschen genörgelt über meine Altersbeschwerden, die man so hat, wenn man über 40 ist. Aber ab davon alles gut. Zack. Heben wir uns auf. So. Gut. Dann wird gelesen jetzt. Wurden Orks gesichtet. Das ist eine Mach mal größer hier. Bin doch alt. Ich darf größer machen. 24, ja. Richtig. Hast einen Zahlendreher drin, aber ja, 24. Mein Bart ist 24. Digga. Verstehst du, Digga? Wie sagt ihr eigentlich auch, sagen alle, auch bei euch alle Jugendlichen bis hin zu Boomer, die keine Boomer sein wollen, sagen auch alle Digger? Oder gibt's das in der Schweiz nicht? Das ist eine gefährliche Zeit für Reisen durch Tinklat. Entlang des Flusses wurden Orks gesichtet. Wir wissen, was die vorhaben. Die werden Boromir töten. Spoiler-Alarm! Bimlot hört euch genau zu, als ihr erzählt, dass Freunde von euch hier vorbeigekommen sind und ihr wissen wollt, ob sie dabei auf Probleme gestoßen sind. Die Kundschafter haben in letzter Zeit keine Gruppen von Durchreisenden gemeldet, aber wenn eure Freunde auf geheimer Mission sind, hat man sie vielleicht nicht bemerkt. Ich habe nicht mehr so viele Kundschafter in Tinklat wie früher. Wenn ihr euch entlang des Flusses nach Süden begebt, findet ihr vielleicht Spuren der Durchreise eurer Freunde. Folgt dem Ufer von Haldirith aus dem Süden auf. Folgt dem Ufer von Haldirith aus nach Süden.
Verstehe. Noch nie gehört hier, Digga? Was ist los, Digga? Digga, kann doch nicht sein, Digga. Lol, Digga. Okay, wir sind hier rüber. Wir gehen mal zu Fuß. Wir genießen das neue Gebiet. Ey, Digga, jetzt bin ich hier runtergefallen, Digga. Kann doch gar nicht sein, Digga. Weiter so reden. Ich kann auch noch ein bisschen lit und so einbauen. Ne? Ist total lit, das Spiel. Das Game bockt anders hart. Digga. Natürlich muss ich auch ein bisschen cooler klingen, ne? Seht ihr jetzt riesiges Gras am Boden, ob die Gefährten hier entlang gegangen sind? Wer weiß es, Digga. Wurde der Boden hier aufgeworfen? Sind das Zeichen der Durchreise der Gefährten? That's the question. Erschlagener Kundschafter. Kundschafterin, würde ich eher sagen. Vorsichtig zieht ihr einen Orkpfeil aus der Leiche der toten Kundschafterin. Wisst ihr? Orkpfeil beschafft. Ach, und wieder zurück jetzt. Okidoki, Digga. Oh, ich krieg ein goldenes Geschenk. Was kriegen wir? Jugenderfahrung. Rein da, Digga. Macht das? Entfernt vom Ziel bis zu 3 Effekte. Ach, Schmutz, Digga! Plus 100% Zeichenerwerb. Dauer einer Dreiviertelstunden. Ja, kann man ja mal mitnehmen. Ja, das ist einer davon. Das ist der Main-Digger. Das ist Digger sein Urgroßvater, würde man heutzutage sagen. Digger sein Urgroßvater, Digger. Schmutz! Ja, das heißt so. Das ist halt die Jugendsprache, obwohl Monte, glaube ich, auch über 30 ist, ne? Schätze ich mal. Weiß nicht genau, ich denke mal. Ach ja, ich finde Monte eigentlich ganz ehrlich. Echt. Ist ein lustiger Typ, ganz ehrlich. Stimmt, vielleicht habe ich deswegen die Stimme so verstellt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Er kommt halt vom vielen Kippen reinziehen, Digga, ne? Was willst du machen? Kommt von vielen Muschis schlabbern. Versteht er, Digga? So redet der junge Mann. Aber ich finde ihn ganz nett. Ja. Ein ganz lustiger Typ. Kann ich mir auch nicht, ganz ehrlich, gucke ich selten rein, ja, aber kann ich mir auch nicht immer geben, weil das ist halt immer dieses 0815 Stammtischgelaber, aber ach, ist immer ganz nett. Und die Clips sind ganz lustig. Das ist nicht der erste Freund, den wir verlieren. Freundin? Aber dadurch wird es nicht leichter. Ich werde ihrer Familie sagen, dass sie im Dienste des Goldenen Waldes gefallen ist. Fimlot schüttelt traurig den Kopf. Die Orks, die sie getötet haben, sind bestimmt noch irgendwo in Tinklat. Wenn ihr uns helfen wollt, während ihr eure Freunde sucht, so tötet alle Orks, die ihr in diesem Land findet, Digga. Machen wir. Orks töten kann ich. Hier sind wenig Mobs unterwegs, ne? Kann das sein?
Oder die sind halt alle grau und ich sehe sie deswegen nicht mehr auf der Map. Das ist natürlich noch schlechter. Hab mir vorgestern Druckverband geholt für meinen Tennisellenbogen, der seit 2 Monaten immer noch nicht gut ist. Oh, Tennisellenbogen ist ätzend. Kann ich mir vorstellen. Ist vom Prinzip nichts anderes wie das, was ich mit der Hand hatte, oder? Das ist doch auch, dass du irgendwie Wassereinlagerung oder zumindest im Gelenk was hast, was beim Bewegen dann stört. Ich denke, dass sowas habe ich auch in der Schulter dann. Sowas in die Richtung. Dann wo sind die denn? Das sind nur Bären und Elben und Birkenzweige. Oft führt auch das, was ich an der Hand hatte, zu einem Tennis-Ellenbogen oder zu einer Tennis-Schulter. Zählt der? Oh Gott, jetzt muss ich für eine blaue Main-Story-Quest muss ich hier 0815 Orks erschlagen. Letzte Woche rückfällig geworden beim Schaffen. Konnte am Abend nicht mehr strecken den Arm. Ja, ätzend sowas, ne? Weißt du, kannst momentan auch keinen Sport machen, oder? Ist ja für dich die Hölle. Du angehender Polizist, du. Kann man sich... Weiß das jemand von euch? Kann man sich graue Mobs auf der Minimap anzeigen lassen? Nicht so aus, ne? Nein, leider nicht. Ach. Was ist denn das eigentlich für eine Game-Entscheidung, dass man in so ein Low-Level-Gebiet, sage ich mal. Ja, okay. Damals war das halt ein Low-Level-Gebiet, ne? Hier war Max Level 75, glaube ich. Und mit 75 waren die halt immer noch grün und dann hast du die halt noch gesehen, ne? Ist halt auch kacke, wenn man die Taten machen will, ne? Ist das halt auch sehr, sehr nervig, glaube ich. Blutbild auch mal zur Sicherheit gemacht. Jetzt nehme ich halt einmal Schmerztabletten und für die Nacht so einen Muskelentspanner. Oh, boah. Schmerztabletten finde ich immer so mies. Mich zieht das immer so ein bisschen runter, so Schmerztabletten. Das ist wie Antibiotika, das zieht mich auch immer runter. Da habe ich irgendwie gar keinen Bock, als mir irgendwas anderes zu machen. Ja, das ist schon echt mies. Ja, das ist echt mies, ne? Mit den... Dass man sich graue Mobs nicht anzeigen lassen kann. Ich meine, graue Quests kann man sich anzeigen lassen, aber graue Mobs nicht. Das ist schon ein bisschen nervig. Ja, ich muss demnächst auch mal. Ich bin ja jetzt über 40. Ich muss mir auch mal ein bisschen. Muss mal ein paar Vorsorgeuntersuchungen machen lassen. Ne. So blöd es auch ist, aber. Wir feiern jetzt noch 2 Geburtstage bei uns und danach lasse ich mir mal so. Ach, ich mache mal ein paar Arzttermine. Hätten die sich schon längst gemeldet, oder? Ja, normal schon. Also bei mir ist es auch immer so, wenn ich großes Blutbild... Hi Oxmar, grüß dich. Großes Blutbild habe ich erst gemacht bekommen, vor einem halben Jahr oder so. Und da hat es auch niemand gemeldet. Und dann habe ich irgendwann angerufen, dann so hat die Sprechstundengehilfe sogar gesagt, ja, ist nichts aufgefallen, deswegen haben wir nicht angerufen. Ich so, oh, danke, super. Und normal darf die Sprechstundengehilfin oder die Arzthelferin, heißt sie ja offiziell, darf das ja gar nicht sagen. Normal musst du vorbeigehen und der Arzt bespricht dann die Ergebnisse mit dir. Selbst wenn nichts ist, dann gehst du zum Arzt, wartest dort 2 Stunden, damit der dir dann sagen kann, Krossnarbe, ist nichts, Herr Gobinski, ist alles in Ordnung. Ne?
Warum hüpfst du denn so im Low-Gebiet rum? Weil die, guck hier, die Quest hier ist blau, ne? Also die Main-Story-Quest, die Epos-Quest-Reihe ist blau. Aber die findet in so einem Low-Level-Gebiet statt. Das kann ich leider nicht ändern. Mir steht's sehr gut. Mir geht's eigentlich gut, außer dass die Schulter wehtut. Alles gut. Aber selbst das hält sich im Rahmen. Ich habe nach dem... Habt ihr das Unwetter alle gut überlebt? Bei mir jetzt beim Unwetter... Ich habe gerade meinen Pool ready gemacht. Und alles fertig gemacht. Und den Pool schön verzurrt. Und Wintermittel rein und alles toll gemacht. Und abends hat es die komplette Folie runtergerissen. Alle Heringe aus dem Boden, die komplette Folie runter. Alles voll mit Laub und Dreck im Pool. Muss ich jetzt heute alles nochmal reinigen. Aber es geht's mir gut. Ich danke euch für die Hilfe. Training oder Arbeit? Was meinst du mit der Schulter? Ich glaube, es kam vor drei, vier Wochen von der Gartenarbeit. Aber es lag eher dran, weil ich wurde im Mai operiert am Auge und habe seitdem keinerlei körperliche Aktivitäten gemacht. Erst am Anfang, weil ich es 4, 5 Wochen, 6 Wochen nicht durfte und danach, weil ich mich noch nicht getraut habe und dann auch noch nicht die Motivation hatte einfach. Und danach habe ich jetzt voll angefangen mit Heckenschere schneiden, über Kopf, Bäume absägen und hin und her. Und ich glaube, da hat es mir ein bisschen die Schulter zerfetzt. Ich weiß noch nicht, an was es genau liegt. Aber es wird besser. Und ich mache jetzt auch wieder Sport. Mal gucken, ob das hilft. Ansonsten ab zum Arzt. Kaum was gewesen, echt. Ja, bei uns war es jetzt auch nicht super schlimm. Wir hatten halt einfach Wind und also nachts hat es stark geregnet, aber jetzt nicht super schlimm. Und am nächsten Tag hatten wir den ganzen Tag Wind ohne Ende. Aber ist jetzt nichts passiert, sind ein paar Gartenstühle rumgeweht worden und den Pool hat es halt abgedeckt. Das war's. Ich danke euch für die Hilfe. Die Orks müssen... Und was noch dazu kommt bei meiner Schulter, hatte ich vorhin schon gesagt, ich bin halt Ü40, ne? Geht sowas halt schneller mal, dass man sich da irgendwie verkrampft oder dass da irgendwas im Gelenk schwillt oder so, ne? Mich hat der Sturm nur nachts wach gehalten, weil mein Roll die ganze Zeit geklappert hat. Bin ewig nicht wach geworden. Bin ewig wieder wach geworden. Mach doch ein Rollo hoch. Oder hätte halt das alles ans Fenster, an die Fenster rangehauen, ne? Ist auch blöd. Ich danke euch für die Hilfe. Die Orks müssen für den Schmerz bezahlen, den sie uns verursacht haben. Doch der Preis dafür ist wesentlich höher als der Wert ihrer Leben, Digga. Ich habe versucht, mich mit euren Mitreisenden zu unterhalten. Doch es dauert, bis sie jemandem vertraut oder gar Freundschaft mit ihm schließt. Ich werde euch nicht bitten, mir eure gemeinsamen Geheimnisse zu verraten, aber eins hat mich stutzig gemacht. Sie trägt ein Schwert der Pferdeherren von Rohan. Ihr Volk ist mit den Rohirrim schon lange verfeindet, oder? Wenn sie den Besitzer des Schwertes getötet hat, wird das euren Weg durch dieses Land erschweren. Die Menschen von Rohan vergeben nicht so schnell. Sie hat übrigens erwähnt, dass sie mit euch sprechen möchte, sobald ihr zurück seid. Sprecht mit Nonna. Ah, das war oben. Okay, und dann durch den Wind trotzdem geklappert die ganze Zeit. Okay. Ja, da hatte ich auch ein paar Zuschauer, die da stark von betroffen waren. Ziemlich scheiße, ne? Ich hoffe, euch ist da jetzt finanziell oder im schlimmsten Fall sogar gesundheitlich oder euren Liebsten da nichts passiert. Nicht zu schlimm, ne? Weil da hat es schon ein paar Leute hart erwischt, das glaube ich. Da war bei uns halt gar nichts in Baden-Württemberg. Ein Stück runter, weil er festklemmt. Ja, das kenne ich. Habe ich auch einen. Das ist ein elektrischer an unserer Terrasse oder an dem, so einem großen Panoramafenster an der Terrasse. Und wenn der ganz oben ist, dann fährt er nicht mehr elektrisch runter. Dann muss ich den immer von außen so ein bisschen ziehen. Ja. Aber ich habe den Fehler noch nicht gefunden. Irgendwo klemmt er, aber ich sehe es nicht. Ich komme nicht ran. Ich bin halt auch kein Fachmann. Ich bin besorgt. Mein Volk kam nie gut mit den Pferdeherren zurecht. Und die scheinen gleich südlich von hier einen großen Außenposten zu haben. Wir müssen diese Richtung einschlagen, wenn wir erfahren wollen, was hinter eurem Traum steckt. Oh ja, wenn der Traum, gar nicht mehr muss, dran gedacht. Ich mit euch zu ihrem Dorf reisen.
Er muss dann auch immer ziehen, ne? Nervig. Ja, dann lässt man lieber ein Stück runter. So mache ich bei der elektrischen auch. Wenn ich die Zeit habe, warte ich, bis er hochgefahren ist und mache ihn kurz vorher aus, damit ich ihn abends dann nicht beim Runterfahren nochmal raus muss, weil es so kalt ist. Der Außenposten der Pferdeherren ist südlich von hier. Oh Gott, was denn das für ein Name? In Eorlsaue. Oder in Eorlsau. Und dient Stungard. Wenn es denn sein muss, werde ich mit euch zu ihrem Dorf reisen, aber ich warne euch. Die Bewohner dort können mich nicht leiden. Und ich sie auch nicht. Um euretwillen werde ich meine Zunge und Hand im Zaum halten, aber ich lasse mich von den Forgoil nicht beleidigen. Wir sollten so viele Hinweise wie möglich in diesem Außenposten sammeln und dann schnell verschwinden. Da. Ist der Außenposten, ne? Hier unten. Ja, da reiten wir doch da mal hin. Man scheint aber recht easy hier durchzukommen. Wir gehen jetzt schon nach einer Quest schon ins zweite Gebiet. Wahrscheinlich ist es nur ein kurzer Aufenthalt hier. Vielleicht. Ja. Die Ursache, keine Ahnung. Das kam einfach bei mir. Bei mir kam das in der linken, nee, in der rechten Hand. Warum, weiß ich nicht. Und das war einfach, genau, das war eine Wassereinlagerung im Gelenk. Ob das von meiner, ich habe ja so eine leichte Arthrose in den Händen. Ob das dadurch ausgelöst wurde, weiß ich nicht. Normalerweise wird sowas durch einen Unfall oder durch Überbelastung ausgelöst. Aber das kann bei mir nicht sein, weil ich einfach 4 Wochen lang nach der OP am Auge halt hier auf diesem Stuhl saß und hier entweder ein bisschen gezockt habe, aber meistens einfach nur Fernsehen geguckt habe auf meinem Rechner. Und ich habe sonst nichts gemacht mit den Händen. Also weiß ich nicht, was die Ursache war. Und dann hatte ich das in der rechten Hand, ganz schlimm. Also so, dass ich wirklich, ich konnte es einfach nicht bewegen. Es ging nicht, ja. So, weil ich es ein bisschen versucht habe zu bewegen, hat es Schweine wehgetan. Dann habe ich dort eine Schiene bekommen und durch die Schiene und die Schmerzen musste ich halt alles mit der linken Hand machen. Und meine linke Hand ist eh die schwächere Hand, weil ich halt Rechtshänder bin. Und wenn du den ganzen Tag alles, was du machen musst, mit links machen musst und dein Handgelenk sich damit nicht auskennt, mit den ganzen Arbeiten, die du da tätigen musst, dann führt das dazu, dass du es dort auch bekommst. Ne? Machst du auch fleißig die Klassentaten? Ne, ich mag gar keine Taten. Dann mache ich alles später. Habe ich keinen Bock drauf. Ich will die Story erleben und durch die Gebiete gehen. Frau? Und warum trägt sie das Schwert meines Volks? Ihr seid weit weg von zu Hause. Begleitet von einer Kriegerhexe der Dunländer. Das gefällt mir nicht. Affig? Heißt er echt so? Er ist ziemlich affig. Affig starrt euch mit halb geschlossenen Augen argwöhnisch an. Dieser Außenposten mag zwar außerhalb der Grenzen Rohans liegen. Hat das geschrieben? Geadil, dankeschön für den Follow. Sehr nett. Außerhalb der Grenzen Rohans liegen, aber auch hier gilt das Gesetz von König Theoden. Und ich kann es dieser Kriegerhexe nicht gestatten, einfach so hier rein zu spazieren. Nehmt ihr das Rohirrim-Schwert ab, zeigt es Horn oben in Stungard und holt seine Meinung ein. Er ist jung, kennt sich aber mit Schwertern und Geschichten aus wie kein anderer. Wenn er glaubt, dass diese Frau keine Gefahr darstellt, lasse ich sie hinein. Ansonsten muss sie außerhalb der Welle warten. Ja, dankeschön. Sehr nett. Ja, ich weiß, Oxmar, aber nicht so stressig. Kann man irgendwann mal machen. Also ich nutze ja eigentlich, ich habe ja alle Fähigkeiten hier drin und ich nutze eigentlich auch fast alle recht regelmäßig. Ne? Bei mir ist es ja auch das rechte Handgelenk, das seit einem Jahr spinnt und weh macht bei Abstützung. Zweimal wie bei dir fest angeschwollen. Angeschwollen war bei mir gar nichts. Also innen drin ja, aber nach außen, also was man dann ja kennt bei so einer Sehnscheidenentzündung oder Karpal,
Tunnelsyndrom heißt das, glaube ich. Dann kriegst du hier so eine richtige angeschwollene Beule. Das hatte ich überhaupt nicht. Bei mir war auch die Sehnscheide, war alles in Ordnung. Auch der, aber das Wasser war im Karpaltunnel drin. Aber nur innen drin. Und das Problem ist, wenn es nur innen ist, dann ist es vom Prinzip noch ätzender, weil dann der komplette Druck innen im Gelenk ist. Und du jedes Mal, wenn du so machst, dann halt das Wasser verhindert, dass du das Gelenk anspannen kannst. Ne? Nächsten Mittwoch einen MRT-Termin dafür bekommen. Bin gespannt, ob die was sehen werden. Die sehen immer was. Also natürlich sehen die immer was. Aber also ich war ziemlich geschockt. Ich hatte auch MRT. War dann bei meinem Hausarzt, um die Ergebnisse zu fragen. Und er guckt so drauf und sagt halt, Arthrose. Deutliche Arthrose stand da drauf. Und da hat mir dann, ich so, oh Gott, scheiße, ich bin knapp 40, ich kann doch jetzt keine deutliche Arthrose haben. Ich arbeite doch jetzt nicht körperlich hart mit meinen Händen oder so, ne? Ich habe einen Bürojob. Und, aber deutliche Arthrose heißt nicht zum Beispiel, dass du wirklich eine schlimme Arthrose hast. Weil er hat mir dann einfach den Schrieb da mitgegeben und hat mir eine Überweisung gegeben. Dann saß ich halt 2 Wochen da, bis ich wirklich dann zum Orthopäden kam. Und der hat mir dann nach 2 Wochen, und da geht's dir halt nicht gut, wenn du denkst, oh Gott, du hast deutliche Arthrose in den Händen, es tut weh wie Sau. Und dann hat die Orthopädin mir aber erklärt, dass deutliche Arthrose nur bedeutet, dass man die Arthrose sehen kann. Ja, das bedeutet deutlich, weil sie ist halt deutlich sichtbar, aber das heißt nicht, dass sie stark ist. Das heißt nur, sie ist sichtbar. Und die hat mir dann gesagt, anhand der Bilder, ist halt eine leichte Arthrose. Ja, kein Drama. Recht normal haben ca. 70% der Leute, der Menschen in diesem Alter. Nur, wenn man halt nie zum MRT geht, dann fällt es halt nicht auf, ja. Klar. Ich konnte es einfach auch nicht bewegen. Ja, wird was Ähnliches sein wahrscheinlich. Also, und dauert auch lange, ne? Ich weiß nicht, du bist so 30, ne? Da hatte ich das auch schon mal. Nein, ich kann keine Liegestütze. Ich soll keine Liegestütze mehr machen. Auf der Faust ja. Ich soll aber keine Liegestütze mehr machen. Das sind Sachen, die ich nicht machen soll. Ich darf alles machen, außer wirklich mein komplettes Gewicht bei abgeknicktem Handgelenk auf die Hände. Soll ich nicht machen. Mache ich auch nicht mehr. Hm. Ich werde euch das Schwert tragen lassen. Doch lasst nicht zu, dass einer dieser Männer es berührt. Okay, die ist ziemlich heiß auf ihr Schwerte. Diese Waffe mag zwar das Ergebnis ihrer Handwerkskunst sein, doch sie gehört ihnen nicht mehr. Jetzt ist es das Schwert meines Bruders Vadu und seine Erbfolge. Und seine Erbfolge wurde erst unterbrochen und dann wieder zusammengeführt. Vadus Geist führt es nun. Nona sieht euch genau an. Holt es aus der Tasche mit meinen Sachen. Bringt es zu diesem Horn oben im Dorf. Aber denkt daran, lasst niemanden außer euch es berühren und kehrt zu mir zurück, wenn er zufrieden ist. Alles klar. Firefox, grüß dich, herzlich willkommen, schönes Wochenende wünsche ich dir. Ja, wäre krass, Satoshi, ne? Aber wie gesagt, ich habe mir da einen riesen Kopf drum gemacht. Warum soll ich, wo soll ich das hinbringen? Oben auf dem Berg, haben sie gesagt. Aber warum ist hier... Ach, ich soll das Schwert aus der Tasche erst holen. Okay. Ja, macht ihr dann nicht einen riesen Kopf? Oh, ich musste laufen. Das ist alles nicht so dramatisch, hat mir jetzt zumindest meine Orthopädin gesagt. Das ist alles nicht so dramatisch, wie man denkt. Bis sowas operiert werden muss. Sie hat gesagt, von 100 Leuten, die Arthrose haben, muss einer operiert werden. Und auch nur, wenn es stark ist und wenn die Schmerzen nicht weggehen und wenn man es nicht konservativ behandeln kann. Ne? Und ob das jetzt bei dir das ist, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur eine Standard-Sehnscheidenentzündung. Es dauert nur lange, bis der Shit weg ist. Ne? Also mein Hausarzt hat gemeint, 3 bis 4 Wochen. Die Orthopädin, die natürlich mehr Ahnung davon hat, hat gesagt... Also mindestens 6 Wochen, dann mal 6 bis 8 Wochen, bis das komplett weg ist. Bei mir ist es immer noch nicht komplett weg. Ne? Ein Staplerschein besorgt. Glückwunsch. Viel Spaß beim Staplerfahren. Darf ich dich jetzt Klaus nennen? Ich heiße euch in Stangard willkommen.
Wie heißt der? Horn oder so, ne? Was sagt ihr da für ein Schwert, das ihr da habt? Er streckt seine Hände aus, doch er schüttelt den Kopf und haltet es fest. Er lacht leise und ihr erzählt ihm kurz etwas über Nona, Badu und das Schwert. Verstehe, das ist ein Schwert der Rohirrim, doch es ist alt, sehr alt. Es ruft Erinnerungen in mir wach, aber ich kann sie nicht einordnen. Ob es wohl geschmiedet wurde, bevor Earl, der Junge aus dem Nordland, aus den Nordlanden kam? Erscheint eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte euch etwas zeigen. Gebt eurer Freundin vor dem Tor diese sonderbare Waffe mit meinen Empfehlungen zurück und sagt ihr, sie sei in diesem Dorf willkommen. Ich glaube, keiner von euch beiden ist uns feindlich gesinnt. Danach treffen wir zwei uns vor der Stadt am Kuthtan. Das ist eine große Statue aus zwei Figuren zwischen den... Oh, man kennt sie. Zwischen den Klagehügeln im Westen von... Stangard. Die solltet ihr euch mal ansehen. So machen wir das. Stablerfacher Klaus, ja genau deshalb. Äußert der 22. Happy Birthday, lieber Firefox. Hast du geschenkt bekommen, oder? Ist er vom Laster gefallen, der Staplerschein? Hat dir jemand geschenkt? Herzlichen Glückwunsch, Firefox. Lass dir gut gehen, ne? Ich hoffe, du hast schon einen drin. Ein Schnäpschen. Ein Eierlikörchen. Gerade das Lotro. Hi, Letos, grüß dich. Lotro Q&A geschaut. Auweia. Warum? Erzähl. Was denn mit dem Lotro Q&A? Ja, herzlichen Glückwunsch, Firefox. Wie alt bist du geworden? Endlich 18? Letos, erzähl. Interessiert mich jetzt. Was ist so schlimm an dem Q&A? Gibt's da was? Gibt's da Neuigkeiten? Ist es mir erlaubt einzutreten? Ha, ich werde lieber draußen verweilen. Dieses Dorf stinkt nach Pferden und unehrlichen Machenschaften. Danke, dass ihr mir Vadus Schwert wiedergebracht habt, Gorbi. Ich wusste, dass ich euch trauen kann. Bei den anderen hier bin ich mir nicht so sicher. Trefft Horn am Kuthtan. Ich werde mich andernorts umsehen. Dieses Dorf interessiert mich nicht, Gorbi. Diese Leute sind dieselben wie ihre Brüder und Schwestern in anderen Teilen der Welt. Ich sage ja, das Spiel ist sehr rassistisch, aber das ganze Tolkien-Universum ist halt sehr rassistisch, ne? Aber das liegt nicht dran, weil Tolkien wahrscheinlich ein Rassist war, wahrscheinlich eher das Gegenteil. Aber das liegt halt einfach dran, dass in diesen ganzen Fantasy oder auch früher im Mittelalter und so weiter, war das ja noch nicht Rassismus. Natürlich war das Rassismus, aber das hatte ja andere Hintergründe, ne? Und dementsprechend ist das hier schon krass. Und auch teilweise frauenfeindlich, aber das ist ja auch Fantasy, ne? Sollte man ja nicht so ernst nehmen. Ne? Und sie hat bestimmt ihre Beweggründe, die gute Nona. Ich werde die Bedeutung eures Traums in der Wildnis suchen. Trefft Horn am Kuthtan. Ich werde mich andernorts umsehen. Wo war das seine Aussage nach noch? Zwischen den Klagehügeln im Westen. Passt gut auf euch auf, Gorbi. Horn macht zwar einen freundlichen Eindruck, aber seine Landsleute sind Verräter und er wird sich ebenfalls als solcher entpuppen. Haltet ihn schön auf Abstand. Ja. Die Lecks werden erstmal bleiben, das wird weiter untersucht. Das heißt, sie machen keine europäischen Server. Na danke. Super. Ja, wird weiter untersucht, die wissen, woran es liegt. Die haben bloß keinen Bock, Geld auszugeben. Das ist alles. Hab's nicht so mit Alkohol, ich auch nimmer. Aber am Wochenende feiern wir meinen nach mit der Family. Und wo bin ich denn da hin? Rum oder was? Nein. Und da muss ich wahrscheinlich schon ein Schnäpschen trinken. Ja, das Standard. Ach, ich trinke schon ab und zu gerne mal ein Bier. Aber nach zwei Bier bin ich dann halt auch schon gut betüdelt. So wenig, wie ich insgesamt trinke. In wie vielen Minuten hast du das gesamte Q&A angeschaut? Warum kam das jetzt raus gerade oder was? Wäre schön, wenn ich 18 bin. Bin froh, dass ich zum ersten Mal Grund habe. Oh, Glückwunsch zum 10. Firefox. Du darfst dich mit 10 schon tätowieren lassen? Ist aber hart.
Shame on your parents. Nur die Sachen, die mich interessiert haben. Er wird sicher nicht mehr kommen. Wer wird nicht mehr kommen? Ja, easy. Jungspund. Obwohl, mit 27 fühlt man sich auch nicht mehr so jung, ne? Das ist wie wenn meine Schwiegereltern mit 60, 70 sagen, ach, du bist doch noch jung mit 42, ne? Ist halt so. Der EU-Server? Na, abwarten. Kommt drauf an, was wirklich noch gemacht wird. Mit dem Grafik-Update und allem hin und her. Und ob Leute kommen. Das ist halt wichtig, ne? Dass durch die Herr-der-Ringe-Serie Leute hier reinkommen. Dann kann man da schon von ausgehen. Aber eigentlich müssen sie es vormachen, präventiv. Weil viele hören auch auf, wenn sie solche Lags haben. Ne? Geht so langsam in die böse Richtung. Er fragt mich mal. Ja, das ist aber auch, das meine ich ja, man müsste präventiv was machen. Nicht sagen, wir untersuchen das, sondern sagen, wir untersuchen und wir lösen das. Bleibt uns treu. Ja, das ist aber auch nervig. Als ich dem letzten auch privat gespielt habe, vorgestern irgendwann eine halbe Stunde und ein bisschen das andere gemacht habe, bin ich innerhalb von 10 Minuten einfach dreimal für 2 Minuten einfach stehen geblieben. Ne? Ja, das stimmt auch wieder, was Geardil sagt, ne? Man bleibt an seinem Spiel schon treu. Zumindest solange nichts rauskommt, was einen mehr interessiert. Ne? Guck mal, wie lange jeder von uns wahrscheinlich, oder ich zumindest, WoW gespielt habe, obwohl es einfach seit dem dritten Addon ein Kackspiel war. Und trotzdem bin ich immer wieder da zurückgekommen, weil nichts anderes mithalten konnte einfach. Ne? Ich bin auch schon 29 im Januar. Bei mir wird es bald eine andere Zahl als 2, aber ich fühle mich wie 20. Du, ich fühle mich auch nicht wie 40. Ja. Also mental bin ich auch erst 17. Nein, das stimmt nicht ganz. Seit ich meine Kinder habe, merke ich, wie schnell ich alt werde und fühle mich dann auch ein bisschen so. Vor Kindern ist das alles scheißegal. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Gorby. Ich wollte hier mit euch sprechen. Weg von den neugierigen Augen und Ohren von Stangard. Die Dorfbewohner sind meine Freunde, aber ich fürchte, dass nicht alle von ihnen die Interessen von Rohan verfolgen. Die Garnison, jetzt geht's so langsam wie in den Filmen, jetzt geht's so langsam in die politische Richtung hier, ne? Die Garnison von Stangard besteht aus Männern, die in Rohan keinen Platz mehr haben. Verbrechern, die dem König dennoch treu ergeben sind. Ihre Dienstdauer hängt vom Willen des Königs ab und nach deren Ablauf werden ihnen ihre früheren Vergehen verziehen. Dasselbe gilt für mich, Gorby. Doch mein Herz brennt für Rohan. Ich sehe es von allen Seiten bedroht und am schlimmsten ist, dass die größte Gefahr nicht von außen, sondern von innen zu drohen scheint. Politik, sage ich ja. Ich habe gesehen, Horn hält plötzlich inne. Da kommt jemand schnell, versteckt euch hinter dem Stein dort und seht nach, ob es ein Freund oder ein Feind ist. Soll ich mich verstecken? Und für einen Stein. Da sind mehrere Steine. Ach da, der blinkt. Oh, er kommt von hier. Lol. Ha! Wie dumm. Ich habe zum Beispiel nicht so Lag-Probleme und heute hatte ich noch gar keinen. Ja, Glückwunsch, sei froh. Also bei mir ist es schon manchmal nervig, aber es ist auch nicht so oft, dass es mich stört. Mich stören mehr, ich muss sagen, die großen Lags, ja, die sind auch nervig, aber mich stört mehr dieses Kleingeruckel, ja. Also das haben auch, manche haben es nicht, je nachdem, ob man Fullscreen spielt, auf was für eine Auflösung man spielt. Das ist alles so, das System muss einfach mal überarbeitet werden, ne. Damit man einfach auf einem Standardrechner, ich hab einen High-End-Rechner, ja, auf dem Standardrechner muss einfach dieses Spiel laufen. Das ist bockalt einfach. Da darf nichts ruckeln.
Ne? Ich schnapse nächstes Jahr, werde 33. Oh. Ja, ich in 2 Jahren, dann werde ich 44. Ich weiß nicht, ich habe... Also, diese Stand, diese dass ich komplett stehe, hatte ich auf Quai hier nicht. Aber diese Mikroruckler schon. Im Moment läuft es ganz gut, muss ich sagen, aber trotzdem ist teilweise alles, wenn du mal so um die Ecke hüpfst oder so irgendwas, ist einfach so ein bisschen, wo es dann so ein bisschen hakt, das Bild. Das kann einfach nicht sein, ne? Ich mache mir über die steigende Zahl der Orks entlang des Flusses Sorgen. Die immer größer werdende Anzahl Orks entlang des Flusses bereitet mir Sorgen. Sie kriechen in letzter Zeit in Massen aus ihren Löchern im Nebelgebirge. Doch sie sind nicht unsere einzige Gefahr. Es gibt 2 flache Stellen, an denen man den großen Fluss überqueren kann. Vor 500 Jahren nutzte ein Stamm Ostlinge die nördliche dieser beiden Furten, um in Gondor einzufallen. Der Druxes vor Ort wusste, dass er nicht genügend Männer hatte, um die Feinde zurückzuschlagen. Er schickte Boten aus, die Hilfe aus dem Norden holen sollten, doch offensichtlich kam keiner davon rechtzeitig an, um Gondor zu retten. Das Geräusch von sich nähernden Schritten erregt erneut Horns Aufmerksamkeit. Wir haben wieder Besuch, Gorbi. Versteckt euch hinter einem anderen Stein dort und seht nach, ob es ebenfalls ein Ork ist. Jetzt gehe ich mal von der richtigen Seite ran. Quai merke ich auch nichts, okay. Das ist wieder ein Ork. Ich war 2 Tage näher und ich habe gar nichts mitbekommen. Ich habe den Patch direkt noch runtergeladen, aber das war's. Ich habe aber nicht mal gesehen, was der Patch macht. Verbündeter, mein Freund. Auf euch kann man sich verlassen. Wo war ich? Ach ja. Der Druxes von Gondor sandte eine dringende Botschaft an die Völker des Nordens aus, aber der Stamm der Ostlinge durchquerte den Fluss, bevor Hilfe eintreffen konnte. Doch als alle Hoffnung verloren schien, betrat eine neue Streitmacht das Feld von Celebrant. Die von Eorl dem Jungen geführten Vorfahren meines Volks. Sie vernichteten die Ostlinge und als Dank unterschrieb ihnen der Druxes von Gondor in das Land Kalenaton, das nun Rohan heißt. Ah, deswegen habe ich den Namen noch nie gehört. Das nun Rohan heißt, als Siedlungsgebiet. Die Statue wurde später als Zeichen der Freundschaft zwischen den Eorlingas und den Menschen von Gondor errichtet und mein Volk wacht seitdem über die beiden Furten. Und schweigt einen Moment lang, sein Blick wandert die Statuen hoch. Ich hab die noch gar nicht gesehen, wo sind die denn? Ah. Hä, fließt der Fluss nochmal nicht zwischendurch oder sind das andere Statuen? Wahrscheinlich andere Statuen. Ich glaube, dass das Schwert eurer Dunländer-Freundin an dieser Schlacht teilgenommen hat, Gorbi. Sicher weiß ich es nicht, aber ich spüre es irgendwie. Warum ist es zurückgekommen? Wir sollten wieder nach Stangard gehen. Die Abendluft wird frisch und wir können uns auch noch nach unserer Rückkehr weiter unterhalten. Aber denkt daran, was ich gesagt habe. Ja, ja, Verräter und so weiter. Kann ich hier springen? Naja, aber runterreiten. Ja, okay, es sind wirklich andere Statuen. Ich habe gedacht, das sind die 2 Statuen am Fluss gemeint. Aber anscheinend nicht. Was hat denn der Patch gemacht? Weiß man das? Gibt's Patch Notes? Also nur Kleinigkeiten oder irgendwas, was ich wissen sollte? Die Rohirrim werden eure Hilfe benötigen. Oh, plötzlich blaue Quests hier. Und grau zu blau, nichts Grünes. Hier war doch gerade eine Quest. Hier drin? Gasthaus.
Hä? Ist hier eine Quest? Willkommen und seid gegrüßt. Geht noch einer? Ja, ist noch gerade reingekommen. Okay. Sitzt da auch jemand? Wegen den Aufträgen oder was? So gibt es hier keine Aufträge für mich. DDD. Hier steht doch, da steht bestimmt Aufgabenort innen, Musikant von Rohan. Naja. Wayne! Ja, die gehen auch immer wieder weg. Da hat es nur einen Eintrag für die Tat gegeben, deshalb sind da die Ringe. Achso, dann hier auch, oder was? Ah, okay. Ja, okay, scheiß auf die Tat. Taten werden irgendwann gemacht, Leute. Aber die Ringe nerven mich auf der Minimap. Aber hier ist immer noch. Warum ist dann immer noch dieses Ding? Weil bei dem anderen Haus, wo ich reingegangen bin, oder ich bin noch nicht rangegangen. Naja, egal. Die Ringe auf der Map nerven schon kolossal. Aber normal ist doch... Hä? Normalerweise für eine Tat gibt es doch keine Ringe. Ah, komm erst rein, wenn der Ruf höher ist. Trotzdem nervig, dass man Quest-Symbole dann hat, dann aber keine Quest bekommt. Falsch gelaufen. Eine mickrige Quest habe ich jetzt hier bekommen. Side-Quest. Normal-Side. Ach nee, hier. Oder ist das auch nur für die Tat? Ist auch nur für die Tat. Boah, das nervt ja. Ich hab's da nix Haus entdeckt. Danke. Es ist klar, dass ihr geschickt wurdet, um meinen Leuten im Kampf gegen die Kundula zu helfen. Es kann nur einen Grund dafür geben. Ihr seid geschickt worden, um in mein Volk bei dem Kampf gegen die Kundula zu helfen. Das sind die Nachfahren des Stammes der Ostlinge, die den großen Fluss vor 500 Jahren überquerte. 500 Jahre, ja. Unsere Kundschafter melden, dass sie sich... Immer noch Gegenstandserfahrung, haben sie das immer noch nicht rausgepatcht. Unsere Kundschafter melden, dass sie sich am anderen Ufer befinden. Ganz ehrlich, wie kann man so ein Legendary-System einführen und diese ganzen Quests unbrauchbar machen und das nicht vorher rausmachen oder gleichzeitig, verstehe ich nicht. Was war denn jetzt so wichtig, dieses neue System einzuführen, dass man das nicht vorher alles überarbeitet, erstmal bevor man es einführt? Kriegt man dadurch jetzt mehr Geld? Hat man da irgendwie von irgendwelchen Firmen eine Deadline gesetzt bekommen? Oder warum baut man einfach so ein neues System ein, ohne die ganzen Konsequenzen zu bedenken? Verstehe ich nicht.
Das sind halt Sachen, die versteht man einfach nicht, ne? Warum? Also, unsere Kundschafter melden, dass sie sich am anderen Ufer befinden. Sie wollen das erreichen, woran ihre Vorfahren gescheitert sind, und dieses Mal wird es keinen rechtzeitigen Eingriff geben, keine Rettung in letzter Minute. Wir sind allein, Gorbi, und deswegen habe ich eure Dunland-Freundin das Betreten von Stangard gestattet und ihr das Rohirrim-Schwert gelassen. Einst mögen wir Feinde gewesen sein und vielleicht werden wir es wieder, aber heute sehe ich Rohan als Bedrohung an und mich dürstet es nach Verbündeten, um mein Heimatland zu verteidigen. Man hat mich in die Halle von König Theodra treulos und wankelmütig geschimpft, aber das bin ich nicht. Ich liebe Rohan, ich will es lediglich beschützen. Vielleicht bietet das Schlachtfeld von Parzelebrand einen. Willkommen bei Lothro. Ja, ist halt komisch, ne? Also, ich meine, das System ist ja cool und es ist auch schön, dass es das gibt. Aber 4 Wochen später hätte es auch getan und dann gleich das hier mit überarbeiten. Weil das Problem ist, wenn du jetzt levelst, normalerweise solltest du ja hier keine legendäre Gegenstands... das denn? Keine legendäre Gegenstandserfahrung bekommen, sondern irgendwelche Utensilien, um dein Legendary aufzuwerten. Also, eigentlich ist es jetzt sinnlos weiterzuspielen, das fehlt dir halt alles später, die ganzen Materialien, aber okay. Das Schlachtfeld von Parth Celebrant birgt vielleicht einen Hinweis darauf, wie wir die Kundola besiegen können. Deren Vorfahren wurden durch das rechtzeitige Eintreffen der Eolingas unter Eol dem Jungen vertrieben. Doch wir haben diesmal keinen solchen zahlenmäßigen Vorteil. Uns kommt niemand zu Hilfe. Wir müssen eine Strategie finden, mit der wir die Kundola schlagen können. Und das Durchsuchen des Schlachtfeldes birgt vielleicht etwas zutage, das uns dabei hilft. Ich habe das Schlachtfeld auf dieser Karte markiert. Bringt sie zu Kerdik aus seinem Wachposten, der an der Straße von Parth Celebrant steht, dann führt er euch an Stellen, die er noch nicht untersucht hat. Seid bitte nett zu ihm. Kerdik ist schon lange von Frau und Kindern getrennt und manchmal übermannt ihn seine Sorgen. Er ist ein guter und treuer Freund, auch wenn er bei seinen Aufgaben nicht immer geistig anwesend scheint. Ja, bist der gute Mann. Erstmal raus. Willkommen bei Lothro, das ist schön. Naja, wenigstens machen sie was, ist doch cool. Ich find's auch grundsätzlich gar nicht schlimm, Oxmar, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, weil warum sollte man diese schöne Welt groß ändern? Ne? Aber ja. Und im Endgame, stimmt, im Endgame wird das System ja gut funktionieren. Ne? Weil dort kannst du ja über Instanzen die Sachen grinden, die du brauchst, ne? Aber es ist halt einfach, das Spiel ist für Neueinsteiger halt echt schwer, ne? Weil du halt einfach 10.000 Jahre am Leveln bist, einfach. Ja, das Problem mit immer nur Endgame überarbeiten ist halt so, dass das nur die Stammkundschaft bedient. Und die Stammkundschaft wird über die Jahre halt trotzdem immer kleiner. Weil es kommt halt niemand zur Stammkundschaft dazu, ne? Wenn er den Einstieg nicht erleichtert bekommt. Das ist halt ein Riesenproblem. Ja. Das macht WoW natürlich besser, auch wenn es mir nicht so gut gefällt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Dafür liebt man das Spiel, weil es ist, wie es ist. Ja, mir macht das auch nichts aus. Aber ich könnte jetzt auch zum Beispiel nicht noch einen zweiten Char auf Max leveln. Ja, das könnte ich nicht. Das wäre mir zu trist und stupide, das nochmal zu machen. Auch wenn die Gegend super toll ist, aber nur weil der 3 andere Spells hat als mein jetziger Char, könnte ich dann, glaube ich, nicht machen. Das erste Mal cool, das zweite Mal wird mir das, glaube ich, schon zu lange dauern. Oh, wo ist denn eigentlich mein... Ach, da muss ich auch hier hin. Muss ich beide hier abgeben? Ne, nur die hier. Unsere Aufgabe drängt. Wo muss ich für die Main Story hin? Ach, da ganz nach rechts. Okay, dann machen wir erstmal hier ein bisschen Sidequests. Die Rohirrim benötigen eure Hilfe. Die Rohirrim werden eure Hilfe benötigen. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen?
Einmal hochspielen und dann überlegen, ob man vielleicht ins Endgame ein bisschen einsteigt. Vielleicht. Mal gucken. Da ist noch eine Quest. Er hat noch eine Quest. Unsere Aufgabe drängt. Die habe ich doch schon beendet gehabt. Unser Erfolg hängt von unserer Stärke ab. Werdet ihr uns helfen? Klar, helfe ich ja. Ja, dafür gibt es dann einfach zu viel geile andere Spiele, die ich gerne spielen will. Aber erstmal den hier auf Max bringen und dann gucken wir weiter, ne? Was ist denn? Ach so, Vala ist dieses Hochpowern, ne? Aber das kostet halt Geld. Oder muss man einfach viel skippen, was man nicht zwingend braucht? Ja klar, dann liest ihr auch nichts mehr durch, ne? Das ist klar. Geht natürlich wesentlich schneller, aber trotzdem wäre es mir nicht wert, weil ich kann ja trotzdem immer nur einen Char spielen. Wo ist denn die Baracke? Baracke des Schürfers. Hier in diese Richtung? Wo? Oh, da, bei dem A hier ist so ein kleiner Punkt. Okay. Ja, war bei mir schon immer so. Ich war nie der Twinker. Das einzige Spiel, wo ich dann getwinkt habe irgendwann, war halt WoW, weil mir WoW einfach super viel Spaß gemacht hat damals. Aber nur bis zum ersten Add-on. Vielleicht noch zweiten Add-on. Nee, auch nicht mehr eigentlich. Eigentlich nur Burning Crusade, da habe ich noch getwinkt. Das war's dann. Noch bei meinem zweiten Char auch fast nur Epos, Winger Boffins und dann halt das, was ich für Klassenpunkte brauche. Und das reicht, um hochzuleveln? Was machst du denn ansonsten, um die XP zu bekommen? Was führt euch in diese Lande? Werdet ihr den Rohirrim helfen? Was führt euch in diese Lande? Besiegt plünderte Steintrolle, sammelt Stücke von einer Schürferkarte. Okay. Wie soll ich töten? Was? Er hat 103. Gefährdengruppe oder kleine Gefährdengruppe? Alles klar. So ist das also. Machst du noch ein paar Quests, um in niedrigen Leveln zu sein? Ja klar, ich bin ja jetzt schon 5 Level höher, ne? Und das wird ja noch mehr wahrscheinlich erstmal. Ja, sind die nicht noch irgendwo Trolle? Die waren auch noch Trolle, oder? Hm. Ich reite mal Richtung da unten. Werden schon noch welche kommen. Ja, da wäre man jetzt gern ein Frostmage, ne? Obwohl ich ja auch ein paar Slow-Sachen habe und ich gar nicht angesetzt habe jetzt. Weiß aber auch gar nicht, ob das gegen die Elite geht hier.
Was ist denn hier los? Ja, ein richtiges Mini-Elite-Gebiet hier. Cool. Mal ein bisschen Herausforderung. Wesenorten. Okay. Was die Folgequest ist? Ist das ein größter Char? Oder, und wie bist du mit dem... Ja, Runi, super. Mir macht er super viel Spaß. Ich muss sagen, der Hunter, den Hunter habe ich als erstes gespielt, aber nur bis Level 60 oder so, glaube ich, damals. Hat mir sehr gut gefallen. Der hat mir super gut gefallen. Dann habe ich einen, vor 3-4 Jahren habe ich einen Barden gespielt. Auf Level 86. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und jetzt spiele ich den Runi. Deswegen ist der nicht ganz mein höchster Char. Aber der Char, glaube ich, von dem ich bisher jetzt am meisten Ahnung habe, weil die anderen einfach... die anderen habe ich einfach so reingenördet, so nebenbei. Ne, da habe ich mir nicht viele Gedanken gemacht. Dementsprechend sehe ich den schon als mein höchster Char, ja. Weil von den anderen, das ist schon so lange her, habe ich keine Ahnung mehr. Das ist jetzt der Char, bei dem ich mir richtig Gedanken gemacht habe, was will ich spielen und wie will ich das spielen und auch die Story gelesen habe und so weiter. Also ist eigentlich mein erster richtiger Char, wenn du so willst. Hallo? Jetzt hatte ich Lag. Ich habe das gesehen, ich habe die ganze Zeit schon gedrückt. Oh, das ist schlecht. Ha, verwirrt. Lul. Aber ich meine, im Endeffekt ist es vom Gameplay ja nichts anderes als jedes andere Oldschool-MMO, ne? Also. CC, Tank, Schaden, Heilen. Das ist ja alles, ne? Das ist ja gleich geblieben. Vielleicht habe ich verpasst, aber auf welchem Server spielst du eigentlich? Auf Belega. Steht auch im Titel drin. In der netten, nenn's mal Streamer-Gilde Wolfpuls. Ne? Streamer-Gilde. Streamers and Friends, nenne ich es mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt mal Streamer-Gilde bezeichnen kann. Aber viele der deutschen Community, der deutschen Lotro-Community, die streamen, sind halt hier drin. Ne? Kaffee-Chunky 90. Auf dich einen Schluck. Dankeschön. Ich bin kein Kaffee-Chunky, aber manchmal gönne ich mir abends einen. Auch krass, ne? Ich trinke den ganzen Tag keinen Kaffee, wenn dann nur abends. Ja, geil. Danke für den Follow, sehr, sehr nett. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? Die Rohirrim benötigen eure Hilfe. Jetzt wird's spannend. Wer war der da drüben? War der echt in diese Richtung? Ich dachte, der stand in die andere Richtung. Der da oben? Ist das ein anderer? Der hieß doch auch Gump, oder? Sorry für die Frage nach dem Server. Nö, kein Ding. Steht ja auch recht hinten, ne? Wenn du im Handy guckst zum Beispiel, ist das ja abgeschnitten, dann erkennst du das ja gar nicht. Alles gut. Belega Wolfpuls. Oh, wo kommst du denn her? Lass mich in Ruhe, hau wieder ab.
Jetzt. Kiesel dich. Ja, der stand doch vorhin auf der anderen Seite. Wäre ziemlich mal gespannt. Oh, das interessiert den gar nicht. First try. Was ein Pisser, da konnte ja gar nichts. So, versuche mich mal an den ersten Teil von Uncharted. Oh, da habe ich auch mal Bock drauf irgendwann. Viel Spaß dir. Wo spielst du den? Auf was für einem System? PC oder? Gibt's den auf PC? Gibt's Uncharted auf PC? Wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Bestimmt ein geiles Game. Hätte ich auch mal Bock drauf. Ein Uncharted habe ich, glaube ich, von Satoshi bekommen, oder? War da nicht ein Uncharted dabei, Satoshi? Oder waren das nur Tomb Raider? Der zweite Teil, ja, habe ich mir gedacht, ne? Ach, ich habe hier ja auch noch stehen. Ah ja, da ist er. Uncharted 2, Among Thieves. Auf der PS5, okay. Gibt es da eine Uncharted Collection oder was? Für die PS4 wahrscheinlich, ne? Ja, da viel Spaß auf jeden Fall, Oxmar. Schön am großen Fernseher, oder? Oh nein, ich bin abgestiegen. Kopfnuss. Oh scheiße, hat nicht funktioniert. Komm, hau ab. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Jetzt stunt er mich. Jetzt stunt er mich und haut dann ab. Der oben, der Named Eater, daheben hatte 240k. Haben trotzdem Blatt gemacht. Konnte gar nichts. Und jetzt muss ich Gank besiegen. Ja, das ist eine Elite, ja. Guck, da ist jetzt der nächste gleich. Gank hieß der. Den muss ich besiegen. Der hat 280k. Den kalten wir schön hier außen rum. Guck, ob das auch funktioniert. Schneegestöber hat gar nichts gebracht, ne? Wortgestöber. Atz! Ja, das ist das neue Legendary-System. Das macht sich ein bisschen overpowered. Und ich bin auch schon 5 Level höher, ne? So ist es ja nicht.
glaube, die sind Level 75 oder so hier. Okay, ich mache manchmal es gibt ein paar Mobs, die heißen Signaturen, die sind ein bisschen stärker als normale Gegner, aber halt keine richtigen Elite. Und die haben so 20 KP und die One-Hitte ich halt manchmal, wenn ich gritte. Also, und meine Waffe ist nicht mal voll ausgebaut, ne? Also ist ein bisschen broken. Ja, das Balancing stimmt nicht mehr so ganz seit dem neuen Legendary-System, habe ich das Gefühl. Ein bisschen AP hatte der, ja. 2-3K. Was habt ihr mit den Rohirrim zu schaffen? Und Level Up, 81 Hype. Eure Hilfe benötigen. Oh, jetzt gibt's eine Gefährtengruppe. Quest. Ja, die mache ich nicht. Die mache ich nicht. Oh, da unten gibt's auch noch was. Okay, Glückwunsch, dankeschön. Ja, ist noch was wert hier bei Lotro, ne? Oh. Hallo? Das wollte ich drücken. Oh, es gibt einen Punkt. Man skillt eigentlich alles voll, oder? Kann man eigentlich noch mehr skillen? Also ich kann ja nicht hier rein skillen. Wo hau ich denn meine Skillpunkte hin, wenn ich hier alles voll habe? Wie ist das denn gedacht? Das war ein Huon, schätze ich mal. Meinst du, der hier rumläuft? In den nächsten Baum. Okay, darf ich hier was reinsetzen, wenn ich den komplett voll habe, oder was? Du kannst, wenn du 2 Punkte hast, auch in den anderen beiden Bäumen mit reinskillen. Wie komme ich hier hin? Ich komme ja hier gar nicht hin. Aber ich muss erst den einen voll haben, oder? Und dann kann ich hier rein skillen. Auch ein bisschen komisch. Dadurch kann man halt gar keine Mischskillung dann machen. Du meinst die hier? Das ist ein Huon. Ein peitschender Huon. Verstehe. Verstehe. Bis zum Update so. Eigentlich ging das bis zum Update so. Und jetzt braucht man, um hier rein zu skillen, 2 Skillpunkte. Also man wählt sich ein und da ist es vom Prinzip leichter drin zu skillen. Okay, verstehe. Verstehe. Das ist doch okay. Was wollt ihr? Bitte schenkt mir Gehör. Ja, verstehe, okay. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Ja, kosten 2. Ist doch cool. Die habe ich nicht gewusst. Was muss ich machen? Rettet Billy, rettet Finnward. Wo sind die Jungs? Das erste Mal, dass man eine Tür aufmachen kann und dann kein instanzierter Bereich bekommt. Kein instanzierter Bereich kommt. So. Wir retten Billy und Finnward. Wenn's easy ist. Alles Elite-Quests hier. Ja. Aha. Schlecht vorbereitet, den habe ich null gesehen. Easy.
Dann war's schon. Toll. Kleine Gefährtengruppe. Du brauchst schon Gefährten in einem MMO. Pff. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich keine Akro ziehe die ganze Zeit. Auch wenn die... Ja, 5 Level sind die unter mir. Und hat er mich in das Visier genommen? Ne. Aufgestanden. Oh, da kommt noch ein. Shit. Hallo? Sind die jetzt beide aggro? Das ist wohl schlecht. Genau, 2. Ja, die hatten schon ein bisschen mehr AP. Die normalen Gegner. Ja, da merkt man, da sollte man noch dann mehr Spells auf Taste haben, ne? Damit man hier nicht hier mit der Maus rumklicken muss. Aber 95% meiner Spielzeit brauche ich das halt nicht. Deswegen mache ich das auch nicht. Erstmal. Was hat das zu bedeuten? Wo ist der andere denn? Okay. Billy! Bei Durins Bart! Hallo. Bitte, schenkt mir Gehör. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Werdet ihr mir helfen? Natürlich. Was soll ich machen? Das ist immer so nervig, dass man die dann rausnehmen muss, die Main Quest im Prinzip. Ich soll noch 3 Leute retten. Okay. Oh, wie sie sich schon dahin bewegen, ne? Ganz nice eigentlich. Oh, der hat mehr. Der hat mehr. Jetzt bist du einfach an mir vorbeigelaufen. Ja, hier sind so viele Leute unterwegs, Kappa. Das sehe ich nicht. Und der hat mehr hier. Okay, alles klar. Range oder was?
Tut mir leid, Gerdil. I'm sorry. Bin sehr fokussiert. Will hier die World First Kills holen, weißt du? Kappa. Sind die alle so? Nee, das sind nur die, die bei den Bäumen stehen, die so nervig sind. Das heißt nervig. Ich meine, das sind halt kleine Gefährtenaufgaben. Das macht man dann mal mit drei Leuten, schätze ich mal. Schon wieder so ein. Auch nicht machen. Zack, gefällt. Habe ich ihn gefällt. Und die Spitze ist fast in meinen Freund hier gefallen. Armer Kerl. Oh, dafür gibt es eine Holztruhe. Ist doch schon fake hier. Ein Baum erwacht doch jetzt zum Leben, oder? Nein, anscheinend doch nicht. Nö. Gab einfach nur ein paar Apex. Da. Ist doch bestimmt auch noch irgendwo ein anderer im Weg. Da vorne. Und noch ein bedrohlicher Hurensohn. Huren. Man sich damals schon Gedanken über Hurensohn gemacht hat? Wahrscheinlich nicht. Ist ja ein englischer Begriff, ne? Immer nur eine Wurzel gemacht. Sehr gnädig. Da musst du schon ein bisschen mehr draufballern auf die Typen. Bringt auch XP-technisch jetzt wahrscheinlich hier nichts, ne? Also, klar. Komm, wenn wir schon mal hier sind, können wir mal noch da hinten gehen. Wie komme ich denn da hin? Ja, wahrscheinlich vorne am Sägewerk, oder? Eine Brücke, schätze ich mal. Aber neue Mucke hier, ne? Wurde noch nie gehört. Also im siebten Chat sagen, alles wäre besser geworden. Mit den Lags. Ich hatte bisher auch noch nichts. Vielleicht wurde ja doch was gemacht. Na
Was benötigt ihr? Es ist hoffnungslos. Wo steht der Dritte? Da unten habe ich den übersehen. Hä? Ja, wo ist er denn? Ah. Oh. Weiter unten? Wie komme ich denn noch weiter runter? Da oben, jetzt habe ich ihn gesehen. Lol. Da im Eck steht er. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Oh, der arme Kerl. Was wollt ihr? Seid gegrüßt. Was benötigt ihr? Oh. Da geht's hier rüber. Wo komme ich denn da rüber? Ihr solltet mit dem Gesandten sprechen. Hauptmann war durch der Elben der Schlucht. Am anderen Ende der Schlucht begraben. Gucken wir mal. Jetzt neue Aufgaben? Noch? Hä? Warum wieder? Hä? Das Buggy? Oder ist das wieder irgendwas für eine Tat? Aber ich war doch jetzt hier überall. Naja. Lotro-Punkte. Yes. Der Addon rückt immer näher. Vielleicht kommt man hier direkt rüber, wenn man einfach die Straße hier weitergeht. Das ist oft das Sinnvollste, ne? Einfach der Straße entlang. Ist es. Die Wurzeln des Waldes. Kleine Gefährtengruppe. Aber warum ist hier jetzt Nacht? Ich meine, es ist so lange Nacht immer. Schick. Was benötigt ihr? Recht mit Dickborke. Recht mit wem? Grauast. Recht mit. Bestimmt eine schöne Story. Aber die Zeit habe ich jetzt auch nicht. Megowannen, würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Okay, wir sollen einen Haufen Viecher töten wieder. Das lohnt sich auch XP-technisch überhaupt nicht. Aber was willst du machen? Das ist leider mein Playstyle. Alles, was ich sehe, was ich irgendwie solo machen kann, wird gemacht. Was willst du machen?
Hier muss ich vielleicht wirklich nur was sammeln. Das würde ja bedeuten, ich komme um Kämpfe rum. Große Giftdrüsen, obwohl, könnte auch von Gegnern sein. Aufgedunsene Giftdrüsen und leuchtende Giftdrüsen. Wird eher von Gegnern sein, schätze ich mal. Ich hoffe, das sind jetzt nicht so Gruppen von Eliten, sondern im Einzelnen, weil Einzelne geht, ne? Auch nicht von denen. Was das überhaupt für Gegner sind. Birkenzweige, ja. Wollte ich looten, aber... Oh, shit. Naja, okay, aber die sind jetzt nicht so schlimm. Außer die vergiften mich brutal. Einfach mehr Damage machen als der Gegner, ne? Habe ich bekommen. Okay. Alter, die sind aber auch riesig, die Viecher hier. Eklig. Ekelig. Aber einfach stehen bleiben. Zumindest bei denen hier. Boah, sind die riesig. Das ist geil. Riesiger Schluchtenkriecher. Kommt der aus Österreich oder was? Gibt aber Gas hier. Leck. Leck, leck, Doppelleck. Oh, was ist das hier? Was kann der? Riesiger Schluchtenlauerin. Der kann alles droppen. Okay. Brauchen wir anscheinend auch. Oh, der hatte mich böse vergiftet anscheinend. Könnte eng werden. Nice. Dann ist geblockt. Easy. Noch ein Bündel und eine Leiche dazu. Oh ne, das gab nur eine aufgedunsene. Okay, dann sind die für die aufgedunsenen zuständig. Und dann gibt's noch leuchtende. Mal gespannt, was die können. Danke übrigens fürs Zusehen, Leute. Sehr, sehr schön. Dass doch einige immer noch Lotro sehen wollen, nach so langer Zeit. Nicht cool.
Okay, aber wo ich jetzt die Leuchtenden herkriege, hätte ich noch weiter rein müssen, hä? Die brauche ich nicht. Die brauche ich. Ja, der andere hieß doch auch riesiger. Aber ach, Lauerin dann, nicht Lauerin. Ja. Oh, nicht abhauen. Komm her zu meinem Steinchen. Schön, dass die Kleinen dann direkt mit verschwinden. Finde ich gut. So, was brauche ich jetzt? Leuchtendes noch. Muss ja noch irgendein anderes Viech sein jetzt. Oder kriege ich das hier aus den Bündeln? Nee. Von wem kriege ich leuchtende Giftdrüsen? Soll hier irgendwo sein. Von denen nicht, oder? Nö. Weiß das jemand? Hier geht's schon wieder raus. Doch auf der anderen Seite. Von den Lauerinnen. Aber nee, von den Lauerinnen habe ich die anderen zwei bekommen. Die Kriecher sind die ganz lahmen. Die haben das auch nicht. Also ja, du hast recht. Das ist genau das Gebiet von den Lauerinnen. Aber da ist ja jeweils nur eine. Vielleicht trauben die das aber erst, wenn ich... Das wäre aber dumm. Wenn man da nur zwei hinpackt. Ja, willkommen bei Lotro, ne? Kann Ox mal wieder ein Lied von singen. Wenn man da nur zwei hinpackt. Gucken wir mal, ich probiere nochmal eine. Aber da musst du ja fünfmal das Ganze machen, ne? Shit. Oh, ich werde sterben. Ja. Ah. Schlecht gespielt. Das war schlecht. Aber unten war noch ein Spiel und ich wollte halt nicht so weit runterlaufen. Aber es wird nichts angezeigt, dass sie das droppen, ne? Ich hab doch gedrückt.
einfach gedrückt, Satoshi. Du hast es gesehen, oder? Naja, das war schlecht. Ich hatte Gift drauf. Ich hätte hier Giftreinigung machen sollen, ne? Bin so blöd. Statt gegenzuheilen, einfach Gift reinigen. Ich glaube, die Kleinen machen das. Oder vielleicht kriege ich das von den Kleinen. Weil die leuchten. Das könnte sein. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Hau ab. Will ich nochmal bekämpfen, damit wieder zwei Kleine kommen. Na, geh weg. Danke. Kriegt man von den Kleinen. Also, der war so richtig schön ruhig. Ja, so war das. Und tschüss. Ja, es sind viele Gegner. Ich kann mal nah rangehen an ein paar Gegner. Da sehen sehr viele Gegner richtig, richtig geil aus. Muss man sagen. Natürlich ein bisschen eckig und pixelig, ne? Aber die sind jetzt halt noch, bei denen siehst du es halt besser. Aber wenn du nah rangehst, sind wirklich sehr, sehr viele Gegner. Sehr schön modelliert. Bis ins kleinste Detail. Und das ist schon cool. Es waren die Kleinen, von denen man das bekommt. Alles klar. Bringe die Giftdrüsen zu Erimeldia. Animated 3D-Modell. Ja, wahrscheinlich. Oder du musst es halt wirklich einmal, weil du halt, vielleicht mal, du brauchst es ja drei Stück und wahrscheinlich hast du einmal halt die Kleinen nicht getötet und dann musst du halt einmal respawnen lassen. Weil die Kleinen kommen nur, wenn du die Großen auf irgendwie 50%, schätze ich mal, oder so hast. Dann kommen die Großen. Oh, ich bin falsch, ich muss hier runter irgendwie. Wenn du bei den Großen auf 50% hast, dann kommen die Kleinen, so rum. Kommen entweder nach einer gewissen Zeit oder bei einer gewissen Prozentzahl. Deswegen, ich habe halt nur die Große gefokust und die Kleinen sind dann verschwunden. Ich habe mich noch gefreut, dass die Kleinen dann verschwinden und ich die dann auch noch töten muss, weil es dann halt doch ein bisschen knapp war. Aber das hat schon Sinn. Damit du halt ein bisschen länger gegen die kämpfst, ne? Was ist hier? Was ist das denn? Ganz normale Gegner. Okay. Ja, die ganze Reisezeit hier hin und her, das lohnt sich halt null für das bisschen XP, was man für grüne Quests bekommt, ne? Aber was willst du machen? Sowas sieht man halt auch nicht überall, ne, dann. Solche Elite-Gebiete. Ach, schön, wie das da reimt. Elite-Gebiete.
Und als Elite-Streamer muss ich natürlich in Elite-Gebiete, ihr wisst ja Bescheid. Kappa. Weiß aber nicht, mal gucken, was es hier noch an Folgequests gibt oder ob ich dann mal weitergehe. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Umwurz. Vielleicht mit Dick Borke. Jetzt beenden. Oh. Entdeckt. Ah, das ist eine Gruppenaufgabe. Die machen wir natürlich nicht. Ne? Das ist dann doch ein bisschen zu viel. So, jetzt könnten wir uns vom Prinzip hier hochporten. Und morgen Abend streame ich auch. Dann machen wir das anders. Ich habe mich ja hier gebunden, ne? Moment. Wo ist denn Haldiri? War das das hier? Ja, ich war... Was ist denn Haldiri? Ich war doch eben noch hier gebunden. Ich bin doch, hab mich doch hier hingeportet, oder? Ist das das hier? Nee, ne? Ich habe mich doch vorhin am Anfang des Streams hier hingeportet. Ich habe noch gesagt, ich habe extra meinen Portstein hier hingelegt. Oder ist das das hier? Ja, hier ist großer Fluss. Aber das hier ist doch nicht Haldiriff, oder? Das ist doch Stangard. Und das hier, wo ist denn Haldiriff? Das ist Tinklat. Hier ist blöd. Aber das ist ja großer Fluss, ne? Auf dem porten wir uns nämlich. Ah, aber der, warum heißt der Marktstein denn dann so? Das ist doch falsch dann, oder? Ja, ich meine schon, genau. Aber das ist doch falsch dann. Ne? Der Marktstein heißt doch immer so, wie die Stadt heißt, oder? Wo der Marktstein steht. Eigentlich. Oder ist der manchmal auch personenabhängig? Wenn die Person dann wandert, wandert dann der Marktstein mit? Aber cool, mal ein paar etwas kniffligere Quests zu machen, nenne ich es mal. Eigentlich nichts, aber eine lustige Idee. Ja, könnte ja sein. Wenn man der Story vorankommt und er wandert mit, dann kann man sich mal zu ihm porten. Wäre nicht schlecht. Komm schon. Lag-Server. Komm schon. Gib mir den NPC. Oder ist er schlafen gegangen? Seit wann haben die einen Tagesrhythmus? Ah nein, da kommen sie so langsam. Ja, dich will ich. VIP-Questgeber. Heißt Benji. Niederhund. Begleiter von Lona. Hallo. Hallo. Endlich. Würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Zeit schenken? Was kann ich für euch tun? Oh, scheiße, jetzt kann ich da ja gar nicht hinporten. Das ist ja derselbe Timer. Oh mein Gott, ist das dämlich. Warum ist das denn derselbe Timer? Ah, oh, jetzt ist ja wieder dieselbe Kacke, ne? Oh. Hat jemand einen Hunter von euch, der mich porten kann? Ich bin so dumm.
Jetzt muss ich Drollhöhen porten. Dann nach Eregion. Und dann nach Moria. Oh nein, das ist Thorins Tor. Das ist ja noch schlimmer. Wohin? Da runter. Ich weiß gar nicht, ob da ein Jägerlager ist. Da, wo ich eben war. Hier. Nach. Wo ist das denn? Das war hier, ne? Hier. Nach Tinklat. Da ist ein Jägerlager. Noch besser hier unten hin. Glaube ich, hier muss ich hin, oder? Warte. Nach Stangard geht. Oh, Jäger will ich sein. Ja, gerne. Ich habe das noch nie gemacht. Wie macht man das? Kannst du mich dorthin rufen? Oder was? Kannst du dich selbst dorthin porten und dann Gruppenmitglieder dorthin hinrufen? Komm nicht in Bre holen. Ich bin gespannt. Ich stehe unten bei dem VIP-Questgeber. Sehr nice. Sehr nett. Dankeschön. Weil ansonsten, das ist ja die schlimmste Reise, die ich jemals gemacht habe. Weil du musst durch Moria durch. Und durch Moria gibt es keine Schnellreise. Also, zumindest das erste Stück nicht. Das ist halt eine Irrfahrt. Aber ich find's cool, dass hier die Charaktere noch so individuell sind. Ich stehe hier auf dem Dach, wenn ich hochkomme. Ihr seid nett, dankeschön. Auch cool, dass man den Jäger porten lassen kann. Warum kann der das, ne? Ist halt schon lustig. Jetzt bin ich gespannt, wie das funktioniert. Manchmal für Geräusche hier. Ach, guck mal, da ist er. Geht das mit verbeugen? Ups, ich habe SS verbeugen geschrieben, das wollte ich nicht. SS verbeugen. Annehmen. Level 130. Der kann gar nichts, der Typ da vor mir, habe ich gehört. So, nu? Machst du jetzt irgendein Portal oder wie funktioniert das? Bin gespannt. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich mit diesem Char in Gruppe bin. Ja, klar. Ich möchte mich anschließen. Ich suche den Weg. So. Das ist dieses Emote, wenn du so nach unten guckst, dass du den Weg suchst. Alter, ist das geil. Und du kannst dich wirklich überall hinporten, wo es Lagerfeuer gibt. Das ist ja insane stark. Fürs Leveln zumindest. Unrasierte Helden aus Stahl. Geile Gilde. Alter, das ist ja... Ich weiß, also bei WoW... Und wie oft kannst du das machen? Hast du Cooldown? Oder kannst du das immer machen? Nicht ganz überall hin. Okay, ja. Ich laufe mal weiter, ne? Dankeschön auf jeden Fall. Wir lesen uns ja weiter in dem Chat. Kann man eigentlich Gruppe verlassen machen? Gefährtengruppe verlassen. Instant. Immer. Alter, ist das sick. Das ist krass. Ich meine, in WoW hast du ja auch, als ich war Schamane, da hast du halt einen Portpunkt. Aber alle Viertelstunde. Und das ist schon ein Riesenvorteil zu allen anderen, weil alle anderen können nur einmal alle Stunde porten. Ne? Und dann gibt es noch den Mage. Der Mage kann die drei Hauptstädte porten. Plus einen Punkt seiner Wahl. Der kann dann aber auch andere porten, aber nur in die drei Hauptstädte. Und da gibt es auch keine Schnellreise in WoW. Das heißt, wenn du irgendwo hin willst, dann musst du da wirklich hinfliegen.
Früher von Flugpunkt zu Flugpunkt zu Flugpunkt zu Flugpunkt. Heutzutage gibt es dann Schnellreiserouten, die... Aber die Flugpunkte musst du trotzdem überfliegen, ne? Also es gibt Routen, die gehen von hier nach hier und du fliegst aber so hoch. Dafür bist du in 3 Tagen Max-Level. Auch egal. Da kannst du auch ein bisschen fliegen. Kannst dir mal einen Kaffee machen oder so. Oh, ich habe ein bisschen Frame-Drops, sehe ich gerade. Falls es ein bisschen buffert bei euch, es liegt an mir, nicht an euch. Jetzt mal auf, dann machen wir so, dann nutzen wir die Frame-Drops, die gerade ein bisschen sind. Ich mache ein kurzes Päuschen, ich höre nämlich gerade, meine Kids sind fertig mit dem Kinoabend. Dann sage ich denen noch gute Nacht. Und dann machen wir weiter, ne? Es ist noch bis 23 Uhr, denke ich mal. Ich hab Bock. 2 Stunden schon wieder rum und eigentlich nichts gemacht. Das ist eigentlich das Schlimme an MMORPGs. Das ist eigentlich das Schlimme. Ja, man pendelt sich wieder ein, aber trotzdem, ich mache trotzdem eine kleine Pause. Hauen wir noch an. Seid gegrüßt, zack. Freund der Rohirrim. So. Bin gleich wieder da, bis gleich. Und Dankeschön. Hab ich. Bis gleich. Bin ja gleich wieder da. Bis gleich.